So, meine Freunde, wie ich gesagt habe, mit nacktem Oberkörper, wir können es nicht erlauben, da wir männlich sind, dürfen wir nackten Oberkörper haben, ja? Frauen dürfen das nicht, wir wissen nicht, woran es liegt, weil Brüste sind Brüste und spätestens, sobald ein Mann zugenommen hat, ist es ebenfalls Teil von uns und dann ist alles komplett identisch. Komplett identisch. Deswegen versteckt das immer nicht, warum es da keine Gesetze gibt, wo alle gleich sind. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt machen wir mal einen hochwertigen Schwimmmeister. Wieder am Start. Und wie immer, Woltersdorf, Digga, Woltersdorf und Anna Schleuse, Digi, Anna Schleuse, ihr wisst, für maximale Awesomeness. Ach ja, so, ja, ich überlege noch, was ich heute mache. Ihr sagt, eigentlich habe ich ja immer vor zu streamen oder so. Oh, hier bilden sich Fettpolster, Digga, seht ihr das? Hier bilden sich Fettpolster, Digi. Obwohl, bei manchen Leuten, die muskulös sind, da haben die so Waschbrettrillen. Und bei mir sind das auch so Rillen, weißt du? Wenn das jetzt noch mehr wären so seitlich, dann würde Training sein, Digi. Das würde so Trainingste sein. Okay, funktioniert bei mir nicht so richtig. Ja, weißt du Bescheid. Macronium 7, Magic, Mystery, Awesomeness, Water and Tits. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres. Es ist einfach so. Wenn ihr hier eingeschaltet habt, dann habt ihr hier richtig eingeschaltet, ja? Im makrolanischen Badestream, meine Freunde. Im makrolanischen Badestream, ja? Es ist richtig und richtig hier zu schwimminieren. Ich sag euch, wenn ihr einen See habt in eurer Nähe, dann benutzt ihn, Digi. Dann benutzt ihn. Und trotzdem nur doof umher, ne? Ist einfach so. Ja, ist einfach so. Oh, jetzt habe ich mich auf eine spitze Muschel gesetzt, das habe ich gemerkt. Oh, jetzt habe ich bestimmt einen blauen Fleck am Arsch. Diggy, what's the loose? What's going on? So, dann machen wir mal die Kamera aus. Da kommt jetzt wieder so ein Brücken-Block rein. Das ist hier relativ viel los. Da ist jetzt relativ viel los. Aber ich glaube, die gehen noch vorbei, weil manche haben nämlich Angst vor der Kamera. Frag mich nicht, warum. Die denken sich, das High-End RTL 2 oder so, weißt du Bescheid. Und dann gehen sie weg. Das ist gut für mich, ne? Wenn hier nämlich keiner extra kommt, dann habe ich hier noch viel mehr Spaß, weißt du? Weil alleine chillen ist sehr, sehr nice. Und wie gesagt, ich schwimme hier schon, seitdem ich ein Jahr alt bin, ne? Und wenn jetzt jemand sagt, ein Jahr, natürlich, da konnte ich schon schwimmen. Ne, natürlich nicht. Aber meine Mutter hat mich hier so gehalten, so. Und dann konnte ich so machen. Ist so, ist so. Ich weiß, von was ich rede. Hat sie mir erzählt und ich habe sogar Bilder in Schwarz-Weiß. So, Freunde, wir haben hier schon wieder richtig geile Stories gehört von Macronium 7, der beste Stream aus Berlin. Es kann also nicht mehr besser werden, glaube zumindest. Es sei denn, ich würde die Hose runterlassen, weil ich nicht mache, sonst kriege ich Bann. Ihr seht, das Unterhaltungslevel, das ist hier so riesig, Digga, ja, so riesig. Ich kann mir das gar nicht erklären, warum ich so wenig Leute habe auf Twitch, weißt du. Aber gut, da hat man ja meistens, wenn man da nicht, noch nicht entdeckt worden ist, dann ist man da halt noch nicht entdeckt, ne. Vielleicht entdeckt man mich, ja. Vielleicht kommt Monte, sieht das Stichwort Titz-Digi und dann guckt er sich das Video an. Ist dann natürlich enttäuscht, aber er hat es gesehen. Er hat es gezeigt. Und schon habe ich den Monte-Effekt bekommen, weißt du? Ich meine, die Leute hoffen ja alle auf diesen hochwertigen Monte-Effekt, ne? Der Mann mit der Krone geht auch, wo ich den Namen mal vergesse. Ich glaube, er hat so einen Namen wie so ein Pokémon. Was war denn das? Knosilda, glaube ich, oder so. Sogar, denke ich mal, ein Pflanzen-Pokémon. Richtig geil, Alter. Samenattacke! Also, das hört sich jetzt anders an, als es soll. Ja, ihr wisst, so ein Pflanzen-Pokémon hat... Gucken Ladies mich an, mit einem sehr scharfen Blick. Weil natürlich Macronium sehr erotisch rüberkommt. Mashallah denken die denn, die kommen vorbei und dann so, Mashallah, Digi, ne? Aber sie halten sich zurück, weil sie wissen,
der Stars am Stissel und kann man nicht einfach so ran als Fußvolk, ne? Ne, wo kommen wir denn da hin, Alter? Ich habe hier Security, Gott sei Dank auch, ne? Weißt du Bescheid? So, wie viele Minuten sind das schon? Das sind saftige 5 Minuten pure Awesomeness, die ihr hier sehen dürftet. Ja, 5 Minuten pure Awesomeness. Und ich glaube, ich sollte den Film hier splitten, weißt du? Wir wollen nicht die Awesomeness alle auf einmal rausballern. Weil dann haben wir keinen Content für die nächsten Tage, ne? Und ich kann nicht jeden Tag machen hier, weißt du? Bis zum nächsten Mal, Freunde. Michael Engel 7.